Auf Initiative der Österreichischen Vereinigung für Qualitätssicherung, das ist die ÖVQ, verleiht die Quality Austria seit 2016 bereits jährlich 2 Personenauszeichnungen, Qualitätschampion und Qualitätstalent. Das macht man mit einer unabhängigen Fachjury. Und in diesem Jahr, konkret im letzten, sind derart viele Projekte eingereicht worden, dass es dieses Jahr sogar einen Sonderpreis gibt. Also bei OP-Checklisten in Krankenhäusern kommt es immer wieder zu Akzeptanzproblemen seitens des Personals. Und das führt eben dazu, dass die positiven Effekte dieser OP-Checkliste, die noch im Papier geführt wird, nicht vollständig ausgeschöpft werden. Deshalb habe ich im Zuge meiner Masterarbeit versucht, diese papiergeführte Checkliste zu digitalisieren. Das habe ich bei der Joanneum Research gemacht in Zusammenarbeit mit dem LKH Universitätsklinikum Graz und der FH Joanneum. Anhand der erhobenen Benutzeranforderungen habe ich dann ein Konzept entwickelt. Das Resultat ist eben die App OP-Check. Und abschließende Tests mit den Endanwendern haben darauf hingewiesen, dass eben die Endanwender sehr zufrieden damit waren und die App als sehr nützlich empfunden wurde. Und deshalb wird eine Weiterentwicklung und die Integration ins Krankenhaus fortgesetzt. Abschließend dazu soll auch die Integration ins Krankenhausinformationssystem erfolgen. Herzliche Gratulation nochmal, bitte um Applaus für Karin Kiefel, Qualitätstalent 2018. Jeder kennt heutzutage das Problem, dass Datenübertragungspakete vor allem am Handy oder am Tablet nicht ankommen. Hier ist nicht immer zwingend das Handy oder das Tablet schuld. Auch der Signalgeber, in weiterer Folge die Antenne, kann die Ursache dafür sein. Wir als AT&S, als Leiterplattenhersteller, haben unseren Kunden die Möglichkeit geboten, dass wir Leiterplatten produzieren, die die Anwendung bzw. die Forderung hinsichtlich 5G erfüllen. Da der Leiterplattenherstellungsprozess sehr komplex ist und jeder einzelne Part des Herstellungsprozesses eine wichtige Einflussgröße ist, war hier die Herausforderung, dass wir die richtigen Prozesse miteinander verknüpfen und auch serientauglich das Produkt dann herstellen können. Dadurch stellen wir sicher, dass unser Kunde die Forderungen der 5G-Technologie verwirklichen kann. Jede einzelne Person hat dann die Möglichkeit, immer mehr Daten schneller an den Nächsten zu übermitteln. Durch dieses Projekt ist es uns ermöglicht worden, dass wir diesen Produktionsbereich weiter ausbauen haben können, wodurch wir auch weitere Kunden gewinnen konnten. Der Sonderpreis der Jury geht an Kevin Pöltl, Qualität und Innovation 2018. Da ist er, bitteschön. Danke vielmals, nochmal Applaus für Kevin Pöltl. Nachdem wir am Standort im Produktionsbereich unsere organisatorischen Grenzen erreicht haben, mussten wir dem Problem wie vorwiegend Abteilungsdenken, großen Führungsspannen, schlechter Kommunikation mit völlig neuen prozessorientierten Ansätzen entgegenwirken. Durch intensive Einbindung der Mitarbeiter und massive Entwicklung der Nachwuchsführungskräfte ist uns dies ohne Ausweitung der Personalkosten gelungen. Die konsequente Orientierung an den Fertigungsprozessen und das intensive Arbeiten an diesen Prozessen waren von grundlegender Bedeutung für die nachhaltigen Ergebnisse, die dadurch erzielt wurden. Den kontinuierlichen Verbesserungsprozess so zu leben, ermöglicht uns, ein nachhaltiges Fundament für die Zukunft zu schaffen. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern und Führungskräften der Produktion. Erst durch ihr Vertrauen, ihren Einsatz und das Fortführen des eingeschlagenen Weges machten dieses Projekt zum Erfolg. Wir begrüßen den österreichischen Qualitätschampion 2018. Jetzt dürfen Sie applaudieren. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Linzer.